Sie haben in Ihren nächsten Lesestellen zum Thema Umgang jetzt, haben Sie bereits Hilfe gefunden? Vielleicht erklären Sie, wenn Sie jetzt anfangen zu lesen, kurz, wohin Sie uns mitnehmen. Carlotta Frey, fangen Sie mal an. Ja, also ich war ja zuerst in der Uniklinik und bin dann überwiesen worden nach ein paar Wochen in die Psychosomatik. Und die Stelle, an der ich jetzt einsteige, ist jetzt quasi kurz nach meiner Ankunft dort. Ich lehnte mich zurück, lachte vor Erleichterung, weinte 2 Sekunden später. Es ergossen sich Sturzbäche in mein Kissen, denn hier war der Platz, an dem ich verzweifelt sein durfte, an dem ich nicht wissen musste, wie ich jemals wieder in mein altes Leben zurückfinden sollte. All der Druck der vergangenen Wochen und all die Mutlosigkeit der vergangenen Monate suchten sich ihren Weg. Die Beine angezogen, krümmte sich mein ganzer Körper. Jeder Muskel war gespannt, mein Kopf rot. Wie ein Embryo kauerte ich auf der Decke. Konnte man an seiner eigenen Schwere zerbrechen? Am liebsten hätte ich mich für immer aus meinem Leben gestohlen. Ich hörte das Klopfen nicht, registrierte die Pflegerin erst, als sie sich ungefragt neben mein Bett setzte. Lange graue Haare fielen zu mir herab. Frau Frey, verstehen Sie mich? Erreichten mich Frau Pohls Worte verzögert. Können Sie bitte versuchen, sich aufzusetzen? Ich blinzelte. Mir geht es nicht gut. Können Sie mir bitte erzählen, was los ist? Bat mich die Pflegerin eindringlich. Nichts ist passiert, presste ich hervor. Außer meinem beschissenen Leben ist nichts passiert. Doch die Pflegerin zeigte sich unbeeindruckt. Sie legte ihre Hand fest auf meinen Arm. Aber ich bin jetzt da und ich helfe Ihnen. Gegen so viel Vehemenz kam ich nicht an, setzte mich auf, angelte mir ein Taschentuch. Was würde Ihnen denn jetzt gut tun? Sah sie mich an. Gut tun? Ich lachte, voller Scham. Mich nicht im Griff zu haben, war ein Kardinalfehler, den ich mit allen Mitteln zu verhindern versuchte. Und nun sollte ich mich für meinen Absturz auch noch belohnen? Die meisten Patienten ziehen sich zurück, wenn es ihnen nicht gut geht. Versuchen Sie mal aus dem Schneckenhaus zu kommen, sprach die Pflegerin weiter. Setzen Sie sich zu den anderen Patienten in den Aufenthaltsraum oder gehen Sie eine Runde spazieren. Ich zuckte mit den Schultern, wackelte mit dem Kopf. Kein Ja, kein Nein. Noch eine Weile saß ich auf meinem Bett, fühlte mich benommen, abgeschlagen. Doch irgendetwas war anders als sonst nach den Tiefs. Was? Ich wusste es noch nicht. Dann wusch ich mir mit heißem Wasser das Salz aus dem Gesicht, den Schweiß aus den Achseln, spülte den Stress der vergangenen Stunde in die Heidelberger Kanalisation. Währenddessen hatte mein Handy unzählige Male geklingelt. 3 Anrufe in Abwesenheit prangten auf dem Display. Ja, rief ich endlich zurück. Hey, endlich, wie geht's dir? Erkundigte sich Jonas. Er war der Einzige, der sich noch traute, mir diese Frage zu stellen. Neben meiner Freundin Claudia. Meine Mutter hatte Angst vor der Antwort, mein Vater vermutlich auch. Und ich hatte mittlerweile verstanden, dass mein Umfeld mit zu viel Ehrlichkeit überfordert war. Ich konnte es sogar ein bisschen verstehen. Und dennoch, das zögerliche Desinteresse kränkte mich immer wieder. Ja, den Umständen entsprechend blieb ich vage, um unsere Beziehung nicht noch mehr zu belasten. Und bei euch? Okay, kratzte er an der Oberfläche. Dann kam er zum eigentlichen Grund seines Anrufs. Du, Vanessa wollte mit dir sprechen. Ich lächelte. Hallo, Mama, weckte meine Große ins Telefon. Ihre Stimme klang viel höher als sonst. Ich stellte mir vor, wie sie im Wohnzimmer stand und einen Turm mit bunten Duplosteinen baute. Mühevoll aufeinander gestapelt. So wie mein altes Leben. Nur 7 Straßen entfernt, aber für mich unerreichbar. Dankeschön.